Hallo Freunde der Sonne, was geht ab? Mein Name ist Sebi Heindl und ich begleite Menschen auf ihrer spirituellen Abenteuerreise durchs Leben und helfe ihnen dabei, ihre eigene Lebensvision ganz bewusst zu verwirklichen. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du unabhängig von der Meinung anderer wirst. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt meinen YouTube-Kanal. Und wenn du dir irgendwann im Laufe des Videos denkst, na, gar nicht so schlecht, was der Junge da erzählt, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Lass uns erstmal schauen, was eigentlich die Ursache davon ist, also warum es uns so wichtig ist, was andere Menschen von uns denken. Und das Ganze fängt schon sehr, sehr früh an, nämlich um genauer zu sein, mit unserer Geburt. Denn in dem Augenblick, in dem du auf die Welt kommst, orientierst du dich quasi am Außen. Denn als kleines Kind bist du hilflos. Du brauchst jemanden, an dem du dich orientieren kannst. Und logischerweise stellen deine Eltern, deine Erzieher, deine Lehrer, deine Kindergärtner, also deine nächsten Anlaufstellen, deine äußere Orientierung dar. Ganz früh lernen wir also schon, uns im Außen zu orientieren. Und ganz früh lernen wir auch, uns von der Meinung anderer abhängig zu machen. Zwar kann es sein, dass wenn du ein Verhalten zeigst, das deine Eltern als wünschenswert finden, dann bekommst du Lob, dann sagen, ja, gut gemacht. Wenn du ein Verhalten zeigst, das deine Eltern nicht so toll finden, dann mach das bloß nie wieder. Ganz schnell lernst du also, okay, dieses Verhalten sehr gut, dieses Verhalten besser nicht so gut. Und du passt dein Verhalten an den Bedürfnissen anderer Menschen an. Das Ganze geht dann noch weiter, also über deine Eltern, deine Lehrer, deine Erzieher hinaus. Und zwar nimmst du das, was du gelernt hast über diese Situationen und verallgemeinerst es und projizierst es auf neue Situationen, die dir irgendwann einmal im Leben begegnen. Zum Beispiel kann es da sein, dass da dieser eine Mann ist oder diese eine Frau, die du mit einem deiner Erzieher verbindest. Und diese Verallgemeinerungen sind erstmal gar nicht schlecht, denn dadurch lernst du, in der Gesellschaft zu überleben, mit den gesellschaftlichen Konzepten, Normen und Werten, die nun mal so vertreten sind, nicht ständig anzuecken und auch natürlich von anderen akzeptiert und angenommen zu werden. Das Ganze ist jedoch sehr gefährlich, wenn du dich nur noch im Außen orientierst und wenn das Ganze zu einer Belastung wird. Bei vielen Menschen führt genau das auch dazu, diese Orientierung im Außen, dass sie komplett die Orientierung im Innen verlieren, dass sie quasi nicht mehr wissen, was will ich denn überhaupt, wer bin ich denn überhaupt, was sind meine Normen, meine Werte, wofür stehe ich denn, was mag ich gerne, was mag ich nicht gerne. Und das wiederum führt zu einer inneren Hilflosigkeit, die sich vielleicht ausdrückt durch Dinge wie Schüchternheit, Unbeholfenheit, Introvertiertheit. Und so weiter. Du weißt selbst, welche Dinge das genau bei dir selbst sind. Jetzt ist nur die Frage, wie kommst du heraus aus diesem Teufelskreis? Wie wird es dir egal, was andere über dich selbst denken? Und wie fängst du wieder an, deinem eigenen Weg zu folgen? Dazu habe ich 4 bombastische Tipps, die dir unglaublich helfen werden, unabhängig von der Meinung anderer zu werden und in Zukunft wieder darauf zu hören, wer du wirklich bist, was du willst und dich in bestimmten Situationen pudelwohl zu fühlen. Der erste Tipp, den ich dir dazu mitgeben möchte, ist ein ganz fundamentaler. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann empfehle ich dir, mach es sofort nach diesem Video. Und der erste Tipp ist, werde dir deine Ziele, deine Wünsche und deine Träume bewusst. Frag dich auch Dinge wie zum Beispiel, was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Also um das einfach mal über den Kamm zu scheren, werde dir bewusst, wer du eigentlich bist, was dich ausmacht und was dich nicht ausmacht. Denn auf diese Art und Weise verlegst du den Fokus wieder ins Innen. Diese neuen Ziele, die du dir setzt, deine Träume, vielleicht hast du einen Traum, den du schon immer hattest, aber im Außen sagen immer alle, nee, das geht doch nicht und das schaffst du sowieso nicht. Ja? Aber überleg mal, was wäre denn, wenn du diesen Traum wirklich verwirklichen könntest? Was wäre denn, wenn du dieses Leben leben könntest, das du willst? Was wäre dazu notwendig? An welchen Lebensbereichen müsstest du arbeiten? Ja, du musst nicht von heute auf morgen dein Ziel erreichen, aber du kannst dich zumindest fragen, wie kann ich daran arbeiten? Denn das führt ganz automatisch zum zweiten Schritt oder das daran arbeiten ist im Prinzip schon der zweite Schritt. Du wirst dadurch proaktiv und du gibst dir selbst Bestätigung aus dir selbst heraus, denn du erschaffst dein eigenes Referenzsystem neu. Deine neuen Werte, die du vorher definiert hast,
bilden in diesem Fall dein neues Referenzsystem. Und du kannst immer selbst abwägen, okay, wenn ich auf diese Art und Weise handle, bin ich dann im Einklang mit meinen Werten. Und das wird dazu führen, dass du dir automatisch, wenn du im Einklang mit deinen Werten bist, eine Bestätigung gibst. Wenn du nicht im Einklang mit deinen Werten bist, dann gibst du dir vielleicht das Gegenteil einer Bestätigung. So oder so kommt beides aus dir selbst. Und wenn es aus dir selbst kommt, dann kannst du es beeinflussen. Die Sache ist die, Reaktion der anderen oder wie andere über dich denken, kannst du nicht wirklich beeinflussen. Immer nur bis zu einem gewissen Grad. Oder du kannst vielleicht immer nur erahnen, wie dieses Verhalten oder was dieses Verhalten bei deiner Person gegenüber hervorruft. Aber dein inneres Referenzsystem, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kannst du nicht an der Nase herumführen und ist somit wesentlich stärker als dieses äußere Referenzsystem. Du lernst dadurch also, dich wieder im Innen zu orientieren und deinen eigenen Maßstäben anstatt der Maßstäbe anderer Menschen gerecht zu werden. Eine Sache, die dir an dieser Stelle jetzt noch im Wege stehen kann, sind deine eigenen Gedanken. Denn deine eigenen Gedanken, die entstehen natürlich aus dem, was du irgendwann einmal in der Vergangenheit gelernt hast. Und in der Vergangenheit hast du eben gelernt, dich im Außen zu orientieren. Und am Anfang, wenn du anfängst, dich im Inneren zu orientieren, werden dir deine Gedanken Dinge sagen wie: Das ist doch Quatsch, das funktioniert doch alles nicht. Wenn du dich jetzt so verhältst, dann mögen dich die anderen nicht mehr. Wenn ich jetzt nicht das Verhalten zeige, das von mir erwünscht wird, dann verurteilen mich andere und ich werde vielleicht ausgeschlossen aus der Gruppe. Und wenn ich das jetzt so sage, dann weißt du schon, dass das Ganze natürlich Quatsch ist. Jetzt ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Und die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen, ist es, deine Gedanken ganz objektiv als unwahr zu enttarnen. Und das machst du, indem du dir natürlich erstmal dieses Gedankens bewusst werden musst. Also dieses, wenn du das jetzt machst, dann mögen dich die anderen bestimmt nicht mehr. Und genau diesen Gedanken, den kannst du dir aufschreiben auf ein Blatt Papier und du hinterfragst ihn einfach. Du stellst dir einfach nur die Frage, ist das wahr? Ist es wahr, dass wenn ich mich jetzt XYZ verhalte, dass andere Menschen mich nicht mehr mögen? Und in 90% all der Fälle wirst du feststellen, nein, das ist nicht wahr. Es kann wahr sein, aber erstmal ist es nur ein Gedanke in meinem Kopf. Und wenn ich an diesen Gedanken glaube, dann hat dieser Gedanke Macht an mich. Aber wenn ich nicht an diesen Gedanken glaube, dann hat er keine Macht über mich. Und jetzt kommt noch ein letzter, aber sehr wichtiger Schritt, nämlich handle. Wenn du festgestellt hast, hey, aufgrund des Wertes, das ich vertrete, aufgrund des Ziels, das ich erreichen möchte, wäre genau diese Handlung richtig, dann go for it. Und mach es, denn auf diese Art und Weise sammelst du eine neue Referenzerfahrung. Und du wirst feststellen, dass deine Befürchtungen, die du vorher hattest, meistens kompletter Humbug waren und nur ein Konstrukt deiner Gedanken waren. Wenn du das Ganze durchziehst, wird es dir schon bald völlig egal, was andere Menschen über dich denken. Du guckst nur noch darauf, was will ich? Was ist in Einklang mit mir selbst? Was ist in Einklang mit meinen Werten? Und auf diesem Weg bist du auf dem allerbesten Weg, dein bestes Selbst, dein höchstes Potenzial zu erreichen, dein Ziel, deinen Traum, wenn du das willst. Und ich freue mich, wenn du mir jetzt noch einen Daumen nach oben da lässt, denn das ist mein Ziel, mein Traum, diesen YouTube-Kanal hier etwas größer zu machen. Und wenn du noch viel mehr in das Thema eintauchen möchtest, dann kannst du auch mal unter dem Video in der Infobox klicken oder hier bei dem i auf einer der beiden Seiten. Dort findest du meinen kostenlosen 5-teiligen Meditationskurs Meister der Gedanken, wo ich dir in 5 aufeinanderfolgenden Tagen in 5 knackigen kurzen Mini-Lektionen ganz praktisch zeige, wie du wieder zum Meister deiner Gedanken wirst, wie du ausbrichst aus negativen Gewohnheiten, Glaubenssätzen, Denkmustern und endlich neues Verhalten etablierst, das dich selbst weiterbringt, das dir dabei hilft, das Leben zu leben, das du willst und das du wirklich verdienst. Also klick jetzt hier, hier oder hier unten in der Infobox und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bis dahin, mein Name ist Sebi Heindl. Ciao.